Diese Geschichte von Super Mario und den Yoshis. Begann vor langer, langer Zeit. Ein Kurierstolch, Güterklasse 1, fliegt in einer dunklen Nacht ohne Radarsystem dem Sonnenaufgang entgegen. In seinem Schnabel transportiert er zwei zappelnde Bündel. Zoom. Ein großer Schatten knallt durch die Wolkendecke. Scheiß Geisterflieger. Kabumm! Im Vorbeiflug erhascht die seltsame Kreatur ein Baby. Und zischt damit ab. Ah. Oje, das andere Kind ist abgestürzt und fällt mit berauschendem Tempo auf das Meer zu. Diese idyllische Insel nennt man Yoshi's Island. Auf dieser Insel leben die Yoshis. Einer der Yoshis unternimmt gerade einen Spaziergang. Und fiebt vergnügt vor sich her. Hä? Schön. Ist das Baby auf Yoshis Rücken? Das Baby ist auf Yoshis Rücken gelandet und hat auf wundersame Weise den Aufprall ohne Verletzungen überstanden. Doch es ist noch was vom Himmel gefallen. Das sieht ja wie eine Karte aus. Wo kommt denn die auf einmal her? Yoshi rennt sofort los um seine Kumpels. Über alles zu informieren. Kamek, der Magic Cooper, wohnt in Bowser Schloss zur Untermiete. Er war derjenige, der dem Storch das Kind geraubt hat. Kamek ist stinksauer, dass er nur ein Baby erwischt hat, nehme ich an. Er schickt sofort seine Diener los, um auch das zweite Baby zu entführen. Ahnungslos begibt sich Yoshi zu seinen Freunden. Doch Kameks Horde hat sich bereits aufgemacht, um das Bündel auf Yoshis Rücken zu rauben. Werden die Yoshis das Baby halt zu seinen Eltern zurückbringen können?
Herzlich willkommen! Hallo Leute, dies ist wieder Xi. Mit einem neuen Projekt. Wir zocken Yoshi's Island. Ich glaube, die Anfangsmelodie, die lasse ich mal ein kleines bisschen durchlaufen, denn die ist schön. Ja, Yoshi's Island, ein nettes kleines Jump'n'Run für das Super Nintendo. Nein, wir zocken nicht die Game Boy Advance Version. Das möchte ich jetzt nicht nochmal sehen. Na gut, dann gehen wir halt ins Menü. Ja, die Einleitung habt ihr gerade gehört. Die kleine nette Geschichte hinter dem Spiel. Nicht sonderlich komplex, aber macht ja nichts. Dementsprechend würde ich sagen, fangen wir einfach direkt mal an. Ein bisschen laut auf meinen Ohren das Spiel, aber das macht ja nichts. Die gesamte Yoshi-Familie lebt auf Yoshi's Island. Die Yoshis sind wegen des Babys, das vom Müll gefallen ist, in heller Aufruhr. Sie bemerken, dass das Baby an einen besonderen Ort gebracht werden muss, möchte. Also entschließen die Yoshis sich dazu, einen Staffellauf zu veranstalten, um das Kind an den gewünschten Ort zu bringen. So geht's auch. Auf geht's, Yoshis. Ein neues Abenteuer wartet auf uns. So, und damit wären wir nicht im ersten Level, sondern in... Wenn Yoshi von einem Gegner getroffen wird, verliert er Baby Mario und der Sternzähler beginnt die Sterne sehr schnell abzuziehen. Steht die Zahl auf 0, erscheinen Kameks Gesellen und entführen das Baby. Beeile dich also, Baby Mario zu retten. Hast du Baby Mario aus den Klauen der Bösewichte befreit, erhöht sich der Sternzähler stufenweise, bis er wieder 10 erreicht. Je mehr Sterne du gefunden hast, desto mehr Zeit hast du, um Mario zurückzuerobern. Interessante Wortwahl. Gut, dann muss ich das ja nicht mehr erklären. Ja. Dann zunächst mal zur Steuerung. Abgesehen von den üblichen Jump'n'Run-Fähigkeiten hat Yoshi noch die Möglichkeit, wenn wir im Sprung nochmal die Sprungtaste drücken, zu flattern. Allerdings, wenn man das mehrmals nacheinander macht, sieht man schon, dass man trotzdem langsam heruntersinkt. Aber damit kann man seine Stürze etwas abbremsen. Dann kann Yoshi, wenn man in der Luft nach unten drückt, eine Stampfattacke vollführen. Und dann natürlich noch das Typischste für Yoshi. Er kann mit seiner Zunge Gegner, also die meisten Gegner, in sein Maul befördern. Dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir spucken den Gegner aus. Oder die andere Möglichkeit, wo auch immer dagegen geknallt ist. Wir drücken nach unten, ähnlich wie bei Kirby. Und dann macht Yoshi ein Ei draus. Wir können maximal 6 davon haben. Und diese gibt es in 4 verschiedenen Farben. Die normale Farbe ist grün. Und wenn man diese Eier gegen Wände schleudert, dann werden sie zuerst gelb, dann rot. Und wenn sie dann nochmal eine Wand treffen, dann fallen sie einfach aus dem Bildschirm und können auch nicht mehr mit der Zunge abgefangen werden, was sonst möglich ist. Und auch nötig ist. Was auch noch wichtig ist, je nachdem, was für eine Farbe die Eier haben, geben sie uns unterschiedliche Gegenstände, wenn sie zerbrechen. Die grünen geben uns nichts, die gelben geben uns Münzen. Und die roten Eier geben uns sogar Sterne, wenn wir sie an Gegnern kaputt machen. Man muss aber dabei aufpassen, dass die Eier auch wirklich dann Gegner treffen, denn ansonsten zerbrechen sie nicht. Sterne sind recht wichtig, wie uns gerade gesagt wurde. Es sind mehr oder weniger unsere Lebenspunkte. Und wir müssen sie aber auch noch aus einem anderen Grund finden, denn... Es gibt in jedem Level 3 verschiedene Dinge, die wir sammeln müssen. Ich denke mal, das werde ich jetzt im ersten Level auch gleich mal zeigen. Das erste sind eben die besagten Sterne. Also die sind nicht nur unsere Lebenspunkte, sondern wir müssen auch noch eine gewisse Anzahl von ihnen in einem Level finden. Nämlich 30, das ist die Maximalanzahl, die wir haben können. Dann gibt es noch das hier, das sind die... Okay... Dann erzähl du es mir, Spiel. Blumenbonus. Wenn du 5 dieser Blumen gesammelt hast, erhältst du ein Bonusleben. Die Blumen werden außerdem zu deiner Punktezahl hinzugezählt. Ja, die haben noch einen weiteren Effekt, den wir aber erst am Ende des Levels sehen werden.
So, mal kurz zeigen. So war das nicht gedacht. Ich muss mich in die Spielmechanik erstmal da reinfinden. Ich habe das Spiel jahrelang nicht gespielt. Ja, jetzt habe ich eigentlich das Mittlere komplett vergessen, was man noch sammeln muss. Nämlich rote Münzen. Mal sehen. Jupp, da haben wir schon ein paar. Und wenn man jetzt ganz genau hinsieht, sieht man, dass die roten Münzen ein bisschen anders aussehen als die anderen Münzen, aber sie verstecken sich halt zwischen den anderen. Die haben so einen leicht roten Schimmer, den ich aufgrund meiner Sehschwäche nicht wirklich sehen kann. Das hier sind die besagten Sterne, die wir auf unterschiedlichste Art und Weise bekommen können. Aber wie uns auch schon gesagt wurde, regeneriert sich der Zähler nur bis auf 10. Das heißt, die vollen 30 bekommen wir wirklich nur, wenn wir sie sammeln. Da hat man jetzt gerade gesehen, da ist ein gelbes Ei an dem Gegner zerbrochen und wir haben eine Münze dafür bekommen. Wäre es ein rotes Ei gewesen, dann hätten wir, wenn ich mich nicht täusche, 2 Sterne dafür bekommen. So. Ah ja, von Rotmünzen, weiß gerade nicht, ob ich es gesagt habe, gibt es pro Level 20. Man sieht hier, wie viel man von allem braucht. Und das müssen wir eben in jedem Level auf die Maximalanzahl bringen, um 100% in dem Spiel zu erreichen. Und wie gesagt, ich kann nicht wirklich erkennen, welche Münzen rote sind und welche nicht. Daher werde ich provisorisch einfach mal alles einsammeln. So. Das war dumm. Den Gegner hätte ich nämlich da in die Blume reinwerfen können. Mal sehen, haben wir noch einen? Natürlich nicht. Erscheinen wird auch keiner mehr. Na gut, dann müssen wir das eben mit einem Ei machen. Okay. Jetzt muss ich nur herausfinden, mit welchem Knopf... Ah, mit R kann ich den Stil anhalten. Ich weiß gerade nicht, welcher Knopf das nochmal war, aber der rechte unserer Knöpfe lässt uns eben ein Ei nehmen und auch werfen. Daraus bekommen wir immer wieder Eier, wie man unschwer erkennen konnte. So, mal sehen, wie viele da noch dabei sind. Gar keine roten. Aber gut, im allerersten Level werden wir ja hoffentlich die 100% erreichen. Ja, ich bin gespannt, bei wie viele der Level in diesem Spiel ich nochmal machen werden müssen. Machen werden muss. Ja, so war es richtig. Ich muss sagen, auch wenn ich das Spiel früher sehr gerne und oft gespielt habe, auch hier erinnere ich mich nicht an alles. So. Mal sehen, auch da können wir rein. Auch wenn die Animation etwas seltsam aussah. Was haben wir denn hier? Augenscheinlich nichts. Nein, anscheinend nicht. Na gut. Ja, von den Fragezeichenwolken gibt es auch unsichtbare Varianten. Die findet man nur, wenn man in sie hineinläuft. Oder wenn man ein Ei an ihrer Position vorbeischießt. Eigentlich wirft. Wow. Das sind ziemlich laute Blätter. Das war ziemlich glücklich. Das Leben sagt mir, ich habe alle. Gut. Demnächst dürfte dann auch mal... Nein. Das erste Level bekommt wohl keinen Mittelkreis. Sag jetzt nicht, ich habe... Nee, habe ich nicht. Nee, es gibt auch unsichtbare Wolken, die man nur aufdecken kann, indem man den Stein an ihre Position rollt. Ich hätte mir jetzt auch gut vorstellen können, dass ich so einen einfach mal verpasst habe, weil ich den Stein rollen habe lassen. So. Und damit haben wir das erste Level beendet. So, und hier haben wir jetzt noch ein kleines Roulette. Wenn eine Blume getroffen wird, dann bekommen wir ein Bonusspiel, bei dem wir uns unter anderem sehr nützliche Gegenstände holen können. Wenn wir sehr gut spielen, gibt es bei manchen sogar Leben. Ich weiß nicht, wie lange ich die Folgen jeweils machen werde. Ich denke mal, ja, 2-3 Level pro Folge werde ich machen.
Kartenschnipsen. Platziere den Cursor und drücke einen beliebigen Knopf, um die Karten aufzudecken. Wenn du eine Kamekarte erwischt, gehen alle bereits gewonnenen Gegenstände verloren. Du kannst das Spiel zu jedem Zeitpunkt beenden. Ach, das Teil. Aha, da hatte ich noch nie Glück. Und... okay. Ja, damit kann man rote Münzen sichtbar machen. Ist jetzt aber nicht so nützlich, dass ich sagen würde, dafür höre ich auf. Powerblock verwandelt alle Gegner auf dem derzeitigen Bildschirm in Sterne. Ist mir auch nicht wichtig genug. Machen wir das X voll. Das wäre eine grüne Melone. Ah! Oh, verflucht. Komm schon. Nein! Ah! Ja, hätte ich jetzt das letzte aufgedeckt, das wäre nämlich dann der Gegenstand gewesen, den ich haben wollte. Ja, alles andere ist nicht ganz so wichtig wie, der Gegenstand, den ich sonst bekommen hätte. Das wäre nämlich ein Gegenstand gewesen, der unsere Sterne erhöhen kann. Das ist halt wichtig, wenn man zum Beispiel in einem Level getroffen wurde, kurz vor dem Ziel steht und nicht alle 30 hat. Dann kann man halt diesen Gegenstand nutzen und erhält dann eben noch schnell die nötigen Sterne. Dieses Level habe ich früher sehr gemocht, auch wenn ich sagen muss, ich weiß nicht, ich mochte es, als ich klein war. Als ich dann jugendlich war und das Spiel gespielt habe, bekam ich Panik. Zum Beispiel wegen sowas. Geh durch diesen Sternring, damit du beim nächsten Mal wieder an dieser Stelle anfangen kannst. Und man erhält obendrein noch ein paar Sterne. Ich meine, dass es 10 sind und der Schuss war echt nicht schlecht. Wenn mich der jetzt getroffen hätte. Gut, da kann ich nicht ran. Lauf mit uns. Erstmal schön Kopf anhauen. Richtig so, Yoshi. Das sieht mir nicht wieder, wobei... ganz nette Mechanik, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dieses ständige Wechseln geht an manchen Stellen doch ein bisschen auf die Nerven. Aber gut, es gibt Schlimmeres. So, das hier war der Rückweg, genau. Der Rückweg von was, das sehen wir gleich. So, wieder ein Mittelkreis. Allerdings muss ich sagen, ja, wobei... nee, ich denke, das kriegen wir hin. Mal sehen, haben wir irgendwas? Nö. Die Stille wirkt jetzt ein bisschen suspekt auf mich, aber gut. Was soll's, wir wissen, wo wir hin müssen. Nämlich hier hin. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass ich ignoriere, was diese Boxen, diese Kisten mir zu sagen haben. Damit haben wir etwas, was in den neueren Yoshi's Island Spielen durchaus auch schon vorgekommen ist, die Verwandlungen. Yoshi kann sich in diverse Gefährte verwandeln. Ich denke mal, die Steuerung bei diesem Gefährt kann man sich denken. Was man, worauf man hierbei aber unbedingt achten sollte, beziehungsweise was das Ganze etwas schwieriger macht, ist der Schwung bei dem Ganzen. Ich merke gerade, dass er ziemlich lange braucht zum Beschleunigen. Dementsprechend auch eher schlecht im Bremsen ist, aber gut. Man sieht auch, dass es zeitlich begrenzt ist. Aber bis auf ein paar Ausnahmen kann man sich die Verwandlung immer wiederholen. Es gibt durchaus ein paar Stellen im Spiel, da muss man solche Passagen auf das erste Mal schaffen. Das sind aber dann normalerweise Bonuspassagen. Wenn man getroffen wird, verliert man hier auch nicht Baby Mario. Man hat ihn ja auch nicht dabei. Ja, dann machen wir das Ganze halt nochmal. Tja, wären solche Blasen auf dem Weg, dann könnte ich das auch während dem Flug auffrischen. Ich weiß auch nicht, warum ich jedes Mal nach unten fliege. Keine Ahnung. Auf jeden Fall... jetzt mal
Das war so nicht geplant. Da zeigt der Pfeil hin, demnach will ich da nicht hin. Oh, ich krieg zu viel. So. Na, wollen wir mal hoffen, dass ich alles erwischt habe. Ansonsten habe ich ein Problem. Das könnte noch was werden, muss aber nicht. Ich glaube gerade, ehrlich gesagt, nicht daran. So. Außer natürlich, das sind jetzt... Oh, okay. Hat noch geklappt. Oder? Ja, damit haben wir alles. Perfekt. Ja, man kann natürlich jetzt immer wieder sagen, es sind ja immer noch die ersten Level, aber... Ich habe mich schon bei viel leichteren Sachen blamiert. Gut, kriegen wir halt mal keins. Hab das letzte Mal ja auch mein Glück ein bisschen zu sehr herausgefordert. Aber früher oder später bekommen wir schon ein paar dieser Gegenstände. Wie gesagt, mir sind halt die Sterne auffüllen, am wichtigsten. Wisst ihr was? Ich leg noch ein Level drauf. Die Burg machen wir dann in der nächsten Folge, aber... Da geht noch einer. Ach ja, eine Sache, die ich auch ganz gerne von euch in der ersten Folge wissen würde. Ah. Kann ich mich da so hin positionieren? Nein, natürlich nicht. So. Eine Sache, die ich gerne von euch in der ersten, hier in der ersten Folge schon wissen wollen würde, wäre, ob ihr später es unbedingt sehen wollt, wie ich die Level auf 100% bringe. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass ich in diesem Let's Play nicht alle Level auf Anhieb auf 100% bringe. Ihr habt gesehen, was vorher passiert ist. Da ist das nicht ganz unrealistisch. Was haben wir da oben? Offensichtlich nichts. Ja. Ich könnte mein Thema auch mal zu Ende bringen. Möchtet ihr, dass ich später einmal aufnehme, wenn ich die ganzen Level nochmal durchspiele für die 100%? Oder sagt ihr, ich soll das außerhalb der Aufnahme machen? Also ich sag mal so, wenn sich keiner melden sollte, dann werde ich es aufnehmen, weil ich persönlich freue mich eigentlich drüber, wenn ich was zum Aufnehmen habe. Störe mich auch nicht daran, die Level nochmal zu spielen, weil ich meine... Es ist einfach liebevoll gemacht, kann man nicht anders sagen. Ich denke mal, Yoshi's Island kann so ziemlich in jederlei Hinsicht überzeugen. Optisch macht das Spiel was her. Musikalisch kann man sich auch nicht beschweren. Ich schätze mal, darunter möchte ich nicht. Die Spielmechanik, naja, sie funktioniert einfach. Aber die ganzen Kristalle hier glänzen. Ich finde, das ist einfach eine schöne Atmosphäre. So, jetzt könnte ich einen Fehler gemacht haben. Ich hoffe, nein. So, jetzt gibst du mir wieder ein paar Sterne. Wieder ein bisschen was und da habe ich was vergessen. Ja gut, weiß ich ja nicht, dass sie da drüben... Na gut, wenn die Kamera nicht runtergeht, weiß ich es halt auch nicht, ne? Du wirst mir nicht auf den Kopf springen. Das war deutlich zu gewagt, aber was soll's. Das hingegen habe ich auch noch nicht gesehen, dass die Steine aufeinander reagieren können. Macht doch, was ihr wollt. Ich habe aber das Gefühl, dass ich den gleich mal aufhalten möchte. So, jetzt hat man auch gesehen, dass es ein paar Sterne bringt. So. Könnt mir nämlich gut vorstellen, dass der... Ja, dann verzieh dich halt. Ich hole dich gleich wieder. So. Dann gehen wir halt nochmal hier rüber, damit der nochmal erscheint.
Also, jetzt rollen wir die mal in die andere Richtung, weil ich mir gut vorstellen kann, dass da nichts ist. Okay. Dann eben nicht. Dann holen wir uns nochmal so eine. Dafür brauche ich keine Eier verschwenden. Das war ungewollt gut. Da oben haben wir den Schlüssel. Ihr habt da vorne schon eine Tür gesehen, die verschlossen war. Komm schon, ich... Na gut, da muss man den halt runterschießen. Bei der Kiste ist auch anders gegangen. Dann können wir nämlich in dieses Häuschen hinein und das sind kleine Minispiele, in denen ich furchtbar bin. Gerade wenn es um sowas geht. Entschuldigung, musst du in einer bestimmten Zeit die angegebene Tastenkombination drücken. Platzt der Ballon bei deinem Gegner, hast du gewonnen. Und erhältst einen Gegenstand. Ja. Der Ballon wird halt immer größer. Wir müssen eine Tastenkombination drücken. Entschuldigung. Das Schlimme ist, ich brauche da gerade wirklich nicht. Ich brauche gerade wirklich nicht absichtlich so lang. Ich wusste gerade wirklich nicht mehr, wo die Tasten sind. Ich sag doch, ich bin furchtbar in diesen Spielen. Aber naja, das Ding hat sich gar nicht mehr gerührt. Soll mir auch recht sein. So. Ja, da hat man es gerade gesehen. Solche Sporen zum Beispiel, also wenn sie noch nicht auf den Boden gefallen sind. Die könnten wir gar nicht so einfach arbeiten, weil Yoshi die einfach direkt runterschluckt. So. Wieder ein paar... Ja gut, die roten rotieren ein bisschen anders, das sehe ich gerade. So, erstmal in die Richtung, um zu sehen, dass da auch wieder nichts ist. Hallo Pflänzchen. Da kommen höchstwahrscheinlich... Oh ne, ich kann da ran. Was haben wir denn hier? Ist ein bisschen dunkler. Aber hier ist anscheinend auch nichts. Achso, ja klar. Gegner kommen natürlich nur raus, wenn ich weniger als 6 Eier habe. Das hatte ich vergessen. Der Pilz glänzt interessant, merke ich gerade. So. Scheint ihm ja zu schmecken. Dachte mir doch. Ja, aber gerade so unter der Decke. Und ja, ich habe selbst gehört, dass meine Stimme gerade wieder ein bisschen... Wirklich? Komm schon. Wenn dann machen wir alles kaputt. So, so. Was haben wir denn hier? Ach, sowas. Die können Unterschiedliches auslösen. So, da können wir nämlich quasi in eine Röhre ran. Haben ein kleines Bonusspiel, wobei die Bonusspiele, wenn ich mich recht erinnere, zum Großteil dafür waren, dass man sich Münzen bzw. Leben holen kann. Ja komm, alles brauchen wir auch nicht. Mal schauen, ob hier nicht auch noch was ist. Nö. Das war ungewollt. Ich kann nach wie vor noch nicht wieder mit Schwung umgehen. So. Den habe ich perfekt hingerollt. Dass ich hier hochkomme. Da haben wir auch wieder alles hier gefunden. Gut, dann brauchen wir noch das Level beenden.
Ja, mit einer halben Stunde sind wir für die Folge, denke ich mal, ganz gut dabei. Da bin ich zufrieden. Hallo. Ja, geh mal her. Jetzt hätte mich der fast gerammt. Wenn das jetzt noch passiert wäre. Gut, Level 3 erledigt. Dann halt nicht. Eins verpatzt, dann kriege ich auch keins mehr. Na gut. Ist ja schön, wenn bisher alles so weit hinhaut. Gut, in der nächsten Folge machen wir dann das allererste Schloss. Seht schon, ein interessanter Gegner. Wie gesagt, den sehen wir in der nächsten Folge bei Yoshi's Island. Ich bin Xi. Bis dann, Leute.